Finn Balor heizte über Twitter die Gerüchte an, dass er beim Royal Rumble auftreten könnte. So bestätigte er, dass er die Ringfreigabe nun erhalten habe. Ob der Demon tatsächlich als einer der Überraschungsteilnehmer am Rumble teilnehmen wird, muss abgewartet werden. Wie wir vor ein paar Wochen berichteten, unterzog sich der Undertaker vor seinem Comeback kurz vor der Survivor Series einer Hüftoperation. Folglich war der Deadman eine Zeit lang auf Krücken unterwegs. Laut mehreren Berichten soll dies allerdings nur eine Teiloperation gewesen sein. So soll dem Undertaker eine Operation zur Hüfterneuerung noch bevorstehen. Diese wird er jedoch vermutlich bis auf die Zeit nach seinem Karriereende aufschieben. Dies heizt im Übrigen weiter Spekulationen an, ob es sich dieses Jahr um den letzten Run des Undertakers handele. Kurt Angle wurde nun von sämtlichen Events am Wochenende des Royal Rumbles gestrichen. Schon vor ein paar Tagen gab es vermehrt Gerüchte, nach denen Angle beim Rumble auftreten könnte. Jene Gerüchte werden hiermit nochmals befeuert. Sollte Angle tatsächlich die Ringfreigabe bekommen, stünde einer Teilnahme am Royal Rumble nichts im Wege. Wer gewinnt den Royal Rumble? Diese Frage dürften sich wohl momentan viele stellen. Studiert man ein wenig die Wettquoten und schaut, wer bei den Wettanbietern ganz oben auf der Liste steht, ergibt sich Folgendes. Recht deutlicher Favorit ist niemand Geringeres als Goldberg. Dahinter, für viele überraschend, steht Braun Strowman, dicht gefolgt vom Undertaker und Randy Orton. Mit minimalen Unterschieden in der Quote folgen dann Finn Balor und Samoa Joe. Hinter den Kulissen soll der Royal Rumble-Sieger im Übrigen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mittlerweile seit Tagen feststehen.